Ja, moin Leute und herzlich willkommen zum Minecraft Let's Show. Diesmal vom Valentin Möller. Was heißt diesmal? Das ist ja unser erstes Let's Show. Ja, ihr wisst, das hier ist mein privater Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber natürlich habt ihr schon in den letzten Vlogs immer den Max gesehen. Der sitzt jetzt auch als Kommentator mit hier in der Kirchturmspitze. Also wir befinden uns hier gerade in einem Kirchturm. Und ihr seht hier schon so ein bisschen, was uns erwarten wird. Dort und auch dort. Und darüber gucke ich mal noch nicht, auch wenn man das jetzt vielleicht ganz kurz gesehen hat. Werden wir sehen, was uns da erwartet. Also auf geht's. Und noch ein was, weil wir gerade die Aufnahme schon einmal versaut haben. Wir werden die Musik im Nachhinein synchronisieren, um den Flair schön zu halten. Wir hoffen mal, dass das gut funktioniert, ne? Wunderbar. Und jetzt sind wir schon kurz vor der Kirche und... Tada! Oh Mann, sieht das scheiße aus. Das war das erste Gebäude, was ich gebaut habe. Und ja, wir befinden uns im Creative Mode. Ich habe dazu einfach mal ganz kurz hier Too Many Items installiert. Einfach nur mal, um das Let's Show zu machen, wegen Fliegen und so. Das ist einfach dann einfacher, falls man mal was Cooles zeigen will. Ja, hier hinten befindet sich so ein kleiner Raum hier. Und das ist so ein bisschen was hier drin, was ich irgendwann mal gebraucht habe. Oh, habe ich viele Schienen. Ja, ich habe nämlich eine U-Bahn gebaut, wo wir jetzt auch gleich hinkommen. Und es regnet schon wieder. Ja, es regnet andauernd und ich hasse Regen, deswegen machen wir ihn einfach mal ganz kurz weg. Also seit wir heute Minecraft spielen, hat es bestimmt schon 10, 12 Mal geregnet. Also das ist... Wow. Zwei Minecarts. Doppelkampf. Ich wette, jetzt steht hier noch irgendwo ein Minecart auf der Strecke. Cool. Nicht schlecht. Die fahren unterschiedlich. Ja, ich weiß, hier Glowstone und hier unten Goldschiene. Ja, ich habe hier etwas gecheatet. Ist ja schon gut. Fangen wir an. Ja, hier geht es jetzt nochmal weiter in die und in die Richtung. Und wir nehmen jetzt einfach mal dieses Kart hier und fahren hier mit hoch. Und jetzt kommen wir zu... ja, wir spielen jetzt Weihnachtsmann, sagen wir es mal so hier. Ihr seht einfach, hier geht's hoch. Hier ist Glowstone. Warum habe ich hier Glowstone? Ach ja, die Lampe. Ja. So, wir kommen aus dem Kamin. Den hatte ich eigentlich schon mal mit Feuer angemacht. Nur danach ist mir das Haus abgefackelt. Deswegen habe ich das dann lieber gelassen. Und wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier gelandet? Gehen wir mal zuerst hier hinter. Hier haben wir eine schöne kleine Sitzecke, in der wir die Kirche angucken können. Und ihr seht schon, wie scheiße die aussieht. Das war wirklich mein allererstes Gebäude. Das sieht aus wie so ein, wie heißt der, der große Würfel, der... Der Würfel der Vergangenheit. Nein, ja, in Mekka, der große Würfel. Ach so, ja, naja. Ja, hier haben wir so eine kleine Bibliothek. Falls wir mal was lesen wollen, so privat, können wir das ja machen. Und ansonsten kann man hier eben hochgehen. Man geht hier drüben raus, hier drüben habe ich so eine kleine Bücherecke und sowas, wo man irgendwie so ein bisschen lesen kann und so. Und wenn man hier hergeht, dann sieht man schon als erstes springende Schafe, hat man hier so einen kleinen Garten und kann hier auch, wenn man so gerade lustig drauf ist, mal aufs Dach steigen, mal Dachdecker spielen oder sowas. Ich hoffe, man hat jetzt da drüben noch nichts gesehen, das soll natürlich alles noch kommen. Let's what she said. Habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ja, kennt ihr denn die That's What She Said Witze? Ich weiß nicht, wer das noch nicht kennt. Max, erklär doch mal bitte, was sind That's What She Said Witze? Also erklären ist es schon ziemlich schwer, man muss es einfach sehen. Ja, gebt es einfach mal bei YouTube ein, vielleicht findet ihr es einfach. Es ist echt, ja, grenzwertig, aber lustig. Hier haben wir jetzt so eine kleine Küche und hier unten drunter, naja, das sei, ja, nee, zeige ich nicht. Vielleicht später irgendwann mal in einem nächsten Let's Show. Und hier haben wir so einen kleinen Partyraum, hier kann man... Mit unserer 8.1 Soundanlage? 8.3. 8.1. Nein, wir haben drei Base. Base-Jumpers. Ja, genau. Hier haben wir ein paar Hühner. Das waren mal deutlich mehr. Da habe ich nämlich mal viel mehr drin gehabt, aber die habe ich dann alle getötet, um ein paar XP-Level zu bekommen. Kann ich nämlich nur empfehlen. So ganz viele Hühner sammeln, dann die Eier aufsammeln, immer mehr Hühner machen, dann kann man damit ganz, ganz einfach ganz viele XP-Level bekommen. Ja. Ich habe bisher ein Schwein und ein Schaf. Und ich finde, seit der 1.0 sind so wenig Tiere da, das gibt's gar nicht. Ach ja, hier noch etwas Weizen. Damit wir die ganzen Tiere auch vermehren können. Ne? Die sollen ja hier. Yala Yala. Bunga Bunga. Denn Yala Yala ist arabisch. Heißt schneller. Schneller. Ja. Genau so.
Da war eine Boosterschiene nicht aktiviert. Ja, irgendwie sowas. Ui, Achterbahn. So, aussteigen und ich nehme mal ganz kurz hier ein Kart. Und dann platzieren wir das hier. Cool. So. Und dann geht's hier auf in Richtung der nächsten Station. Die Entführung der U-Bahn Pelham 123. Hier bei Minecraft. Yippie. Irgendwie werden wir da gar nicht entführt. Werden wir entführt? Ist mir ganz neu. Also, wir sind hier in der Hauptverteilerstation, wo wir eigentlich überall hinkommen. Hier auch, hier finden sich Minecarts. Und wir nehmen aber ein Minecart, was wir jetzt... Ach ja, wir sind ja im Creative Mode, genau. Fahren wir jetzt mal hier hinter dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang entgegen. Das sieht richtig episch aus, wenn die Sonne da gerade nach unten kommt. Vielleicht erleben wir es ja sogar noch. Der Gang ist relativ lang. Also hier die U-Bahn, also eigentlich ist es ja eher eine S-Bahn hier, ne? Ja, also... Und ich finde, das sieht einfach so episch aus, wenn jetzt die Sonne untergeht. Aber der Einfachheit halber, und damit es auch schöner ist, wie gesagt, wir haben ja den Too Many Items Mod hier installiert, damit wir hier zwischen den Zeiten Tag und Nacht umschalten können. Weil das sonst ein bisschen nervig ist im Let's Show, wenn es andauernd Nacht ist oder so. Und man kann dann gar nichts zeigen. Deswegen haben wir beschlossen, installieren wir das mal hier, um das mal zu zeigen. Ja, und jetzt sind wir auch schon da. Eigentlich sollte das ja mal eine Adventure-Map werden. Und ja, du kannst zurückfahren. Deswegen hatte ich hier oben mal eine Kiste, aber die ist nicht mehr da. Ja. Ansonsten ist es hier eben so ein schöner Glaskasten. Und ich mache jetzt hier einfach mal morgen, weil es schöner ist. Und man kann dann hier runtergehen und ist dann hier unter dem Wasserlevel. Und trotzdem wachsen hier Bäume. Ja, wie geht denn das? Bone Meal, sei Dank. Und dann kann man auch hier runtergehen und wird dann erstmal nass. Splitschi Platschi, Splitschi Spatschi. Und wenn wir hierher kommen, dann haben wir hier eine kleine Monsterfalle von mir. Da oben ist so ein Raum, den ich erstellt habe, wo dann die Monster droppen. Und ja, auch hier habe ich ein klein wenig gecheatet, weil es einfach irgendwie cooler aussieht. Und wenn man dann hier runter geht, dann kann man sich seine Items ganz bequem hier abholen, die dann hier ankommen. Und da drüben seht ihr eben die Lava, wo dann die Tiere verbrennen. Oder es zumindest sollen. Und die Items nicht, was aber auch nicht immer ganz funktioniert. Du hast aber Leitern da, wie können die Items verbrennen? Ich weiß nicht, es passiert manchmal. Aber naja. Hat sicher was mit den Illuminaten zu tun. Ganz bestimmt. Auf geht's zur nächsten Station. Genau. Ich finde ja, also dass die eine Sache, die ganz zum Schluss kommt, die richtig geil geworden ist. Das hat echt Stil, das ist... Da habe ich nämlich angefangen, da war ich bei Max. Und der Max, der musste noch bei uns auf dem Weihnachtskonzert mitspielen von der Schule und ich hatte nichts zu tun. Habe ich dann beschlossen, ja, fange ich doch mal dieses Großprojekt an. Und es ist richtig, richtig genial geworden. Also ist wahrscheinlich das, worauf ich am meisten stolz bin von dem, was ich hier jetzt zeigen kann. Vielleicht ist ja im nächsten Let's Show fertig. Mal schauen, wann ich das nächste Let's Show rausbringen kann. Ist auch immer so eine Sache, wie man Zeit hat und so. Aber ansonsten, ja, ich finde das einfach so schön. 1.5er Map Generator, wunderschöne Welt, einfach genial. Ich muss auch sagen, teilweise gefallen mir die alten Map Generator viel besser als die neuen. Nehmen wir mal hier die U-Bahn und fahren wir mal hier weiter. Mit einer affenartigen Geschwindigkeit und jetzt. Ja. Tja. Wunderschön mit dem Meer hier. Das sieht so schön aus, finde ich. Also die Welt ist echt genial. Ich zeige euch nachher auch, warum ich diese Welt genommen habe, weil ich habe nicht die erste beste Welt genommen, die ich bekommen habe. Und hier unten ist leider noch versperrt. Hier geht's auch runter. Da ist auch eine ganz interessante Sache, aber die werde ich wahrscheinlich nie in einem Let's Show zeigen, weil man das einfach nicht tun kann. Das geht doch nicht. Wenn wir hier lang gehen, ich fliege jetzt mal einfach, damit das hier schneller geht, nehmen wir einfach den ICE. Wird hier dunkel. Dunkel war es, der Mond schien helle. Schnee bedeckt die grüne Flur. Als ein Wagen blitzeschnelle und wunderschön und ohne Uhr. Ja, das war ein sehr schlechter Reim, aber ich finde das hier so schön. Es sieht so schön aus. Und ja, ich hatte ganz kurz vorher die 300er Folge Let's Play von Gronkh geguckt und habe mir gedacht, eigentlich müsste man das mal nachmachen. Es sieht eigentlich schön aus. Ist natürlich nicht so episch geworden und ist auch nicht so groß, wie ich es mir erhofft hatte. Auch wenn es eine Weile gebraucht hat. Sieht eigentlich ganz nett aus. Hier sporen auch ziemlich viele Monster. Sporen.
Gib ihm die Sporen. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Eigentlich könnte man auch mal so ein Minecraft hier mit Wasser befüllen und dann irgendwie als Eimer verwenden oder so. Hätte bestimmt die 3- oder 4-fache Menge, die da reinpassen würde. Naja, gut. Also hier so eine kleine schöne Höhle. Gehen wir weiter. Hier. Von Höhle zu Höhle, sage ich mal. Also, wobei das hier eher ein Gang ist. Aber schön groß. That's what she said. Hier haben wir noch die... die alten Map-Generator-Bäume. Finde ich ja sehr episch. Ich finde die so schön. Alpha-Bestand. Also, daran erkennt man es bloß. Und jetzt hast du den Alpha-Bestand dezimiert. Nee, nee, das war nicht Alpha. Das war von einem Tannenbaum. Ach, die App war ja gar nicht Alpha. Ja, richtig. Ich habe es erst mit 1.5 gemacht. Okay. Ja, hier kommt jetzt so ein kleiner Wasserfall raus. Und ich habe mir hier so gedacht, ja, ist das hier so ein schöner Teich? Kann man doch hier sein Fahrrad abstellen und dann hier eine Runde baden gehen. Das hat doch Stil, oder? Und ich finde das einfach hier so schön. Schauen wir uns nochmal hier um. Wir werden hier nicht noch einmal hin zurückkommen. Jetzt hat man oben in der Ecke gerade was gesehen. Und wir gehen jetzt in das Haus, wofür ich mich schäme, dass ich das zeigen will. Weil es einfach so extrem hässlich ist. Das ist hier so eine Wollebude. Mit, ja, ich weiß auch nicht, was das darstellen soll. Sagt ihr es mir. So. Auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung, das kann man echt... nicht beschreiben. Ja, hier ist eine Fake-Tür, hier kann man nicht mal raus. Ansonsten ist ja nur Wald außenrum. Also die Tür, die bringen die meisten Leute zum Wahnsinn, weil die ganzen Leute, wenn die dieses Haus sehen, sofort rausrennen wollen. Ja, und dann es ist so grausam. Versperrte Türen. Ja, es tut mir leid. Das Schönste sind die Bilder. Ja, es tut mir leid, dass ich euch das zeigen musste. Das Haus ist wirklich so grausam. So grausam, hässlich. Das geht gar nicht. Und jetzt, nein. Na. Ach komm, wir joggen mal eine Runde. Wir sind doch fit. Wir können eigentlich auch fliegen, da sind wir noch schneller, oder? Ja. Ja. Soweit zum Fliegen. Ja. Schneller. Nochmal hier ein kleiner Blick. Du kannst doch mal reinfliegen, das hat auch Stil. Ja, das ist eine gute Idee. Hier. Oh ja, das ist epic. Epic Fail. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber... Sei doch ehrlich zu mir. Gestern hatte ich auch mal... Ah, nee, das erzähle ich euch später, wenn wir zum betreffenden Haus kommen. Oh ja. Ich habe gestern nämlich mal einen unfairen Vergleich durchgeführt. Aber kommt noch. Kommt noch. Oh ja, es ist eigentlich schrecklich, dass man immer mit dem, also vom Schlechtesten zum Besten hinarbeitet, weil man sich einfach so viel vorenthält. Und ich habe so ein bisschen Schiss, dass jetzt ganz viele abschalten und das schön am Ende wirklich nicht angucken. Ich meine, man könnte natürlich vorspulen, aber das ist natürlich langweilig. Und jetzt nehmen wir hier die nächste Strecke. Ich weiß nicht, ob man es lesen konnte, wo wir jetzt hinfahren. Aber wenn man jetzt hier hochguckt, dann sieht man es nicht. Toll. Vielleicht sieht man es hier mal ganz kurz hier jetzt. Ah, man hat ganz kurz gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man es erkennen konnte. Ja, hier haben wir jetzt so eine Wartehalle. Wenn man hier dann losfahren möchte, kann man hier warten, wenn einem langweilig ist. Müsste ich vielleicht mal noch so ein, zwei Regale hinstellen, wo man so ein paar Bücher hat, wo man sich Bücher holen kann. Aber wenn einem wirklich so langweilig ist, kann man auch hier hochgehen. Da kommt man zuerst in den Sammelraum, der auch mit blauer und orangener Wolle ausgekleidet ist. Und in den Truhen stehen, in denen nichts drin ist. Hier müsste was drin sein. Ja, ihr werdet schon noch sehen, wofür ich diese ganzen Samen gebraucht habe. That's what she said. Hier haben wir jetzt die Bibliothek, wo man hingehen kann, wenn einem langweilig ist und ein Warteraum. Und ich frage mich immer noch, was ich hier gemacht habe. Sieht ein bisschen aus wie so ein Pissbecken oder sowas. Stellt man sich her. Unten drunter ist gleich der Aufenthaltsraum, da tropft es dann durch die Decke. Oh Mann. Ja. Also hier kann man seine Bücher lesen, setzt man sich hierher, nimmt so ein Buch. Ja, ach hier, ach guck mal, Dürrenmatt, die Physiker. Setzt man es mal hierher, in 1,5 Stunden haben wir das durchgelesen. Und dann können wir auch schon in Deutsch hier machen, was wir wollen. Ja, und jetzt kommen wir natürlich hierher. Ich versuche jetzt mal nicht rauszugucken. Einfach um euch den Überraschungseffekt hier nicht wegzunehmen. Ja, was könnte das hier denn sein? Du hast es verraten. iMac? MacBook Pro? Ich glaube, es ist ziemlich klar. Mac Mini. Das sind doch diese schlechten Computer, wo der Zugknopf auf der linken Seite ist. Das ja, was haben wir denn hier? iPod Nano. Hier springen wir einfach mal auf den Tisch. Das stört doch keinen. iAd. Cool, die verkaufen iAd. Das ist nicht schlecht. iPod Classic. Rest in Peace. Mac OS X. 10. Richtig.
Und sowas ist Apple-Fanboy. Ja, hier haben wir so Lava-Spots. Ich bin ganz froh, dass hier bisher immer noch nichts angebrannt ist, weil das jetzt natürlich hier mit Lava und hier Wolle kann schon ganz schön böse enden. Aber bisher ist nichts passiert. Von daher bin ich mal guter Dinge, dass hier auch weiterhin nichts passiert. Ich habe tatsächlich es geschafft, nicht herauszugucken, weil wir da jetzt noch gleich langkommen und ich wollte euch natürlich nicht den Überraschungseffekt nehmen. Was ist das? Lava. Jörg Pilava. Hahaha. Pilava. Jörg 3,14,15 Lava. So, wie viele Stellen der von Pi kennst du auswendig? Ach komm, das zeigen wir jetzt hier. Guckt euch den Kackstift an. Das ist der Kackstift. Der charakterisiert diese Map. Ja. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Ich habe vorhin eine Welt generiert und auf einmal war da ein Kackstift. Genauso wie bei Valentin. Ja, aber ich habe diese Welt nur wegen dem Kackstift genommen, weil ich den so scheiße fand. Und das Telefon klingelt, aber das ist mir jetzt egal. Und wir nehmen jetzt hier sozusagen den letzten Ausgang, den es hier gibt. Gehen wir hier nach oben und gehen hier zur Seite. Hier haben wir nur eine Truhe. Und was ist hier drin? Ach, noch mehr Minecarts. Mann, hab ich viele Minecarts. Also wenn ich raten dürfte, ich denke, der Erik ruft jetzt an. Ja. Wir haben nämlich vorhin den Gronkh angerufen. Wir haben natürlich hier ganz engen Kontakt zum Gronkh. Er hat uns die Telefonnummer gegeben. Wir haben eine Runde mit ihm geskypt. Und ja. Wir dürfen sie natürlich nicht weitergeben. Er hat gesagt, er gibt sie bloß uns. Ja, also es ist wirklich kein Witz. Wir haben die Telefonnummer von Gronkh. Und das ist wirklich kein Witz. Das versprechen wir hoch und heilig. Sofern ich der Allzeit-Tester bin. Und ja, jetzt seht ihr hier. Ich finde das so wunderschön hier mit der Idee. Da hinten sieht man die Kirche. Und hier haben wir so einen Holzweg. Und ich dachte, Mann, das ist doch mal eine geile Idee. Ich habe noch keinen gesehen, der das hat. Hier beim Kackstift, der die Gegend markiert und so richtig scheiße aussieht. Haha, Wortwitz. Ja. Dann kann man hier so lang gehen und sieht da drüben den Apple Store, wo wir gerade schon drin waren. Und ich finde das einfach so episch. Ich muss dich mal korrigieren. Pac-Man Store. Ja, oder auch das. Wenn wir jetzt hier mal Nacht machen, dann seht ihr, das Apple-Zeichen leuchtet, so wie beim MacBook oder... Bei deinem iPhone in ein paar Wochen. Ja, ich habe mir nämlich so, ach, das ist egal, das könnt ihr euch auf iTunes angucken. Ja, gehen wir hier weiter, dann sehen wir hier geht's zum Sprungturm und zum Pfad der Schönheit. Der ist sehr kurz, that's what she said. Nein, der Pfad der Schönheit ist relativ lang. Aber gehen wir zuerst mal zum Sprungturm, denn der Pfad der Schönheit, der hat es in sich. Und der ist wirklich schön. Ja, wenn wir hier kommen, wir sehen hier die Kirche, also den Kirchturm. Und hier ganz viel Wald. Es hat ewig gedauert, den ganzen Wald anzupflanzen, aber es sieht einfach so episch aus. Also wenn ihr eine epische Map haben wollt, dann unbedingt ganz viel Wald pflanzen. Sprungturmaufgang, Sprungturm und... Yippie, wuhu! Juche, das hat mir einen großen Spaß bereitet. Ja, hier können wir jetzt wieder nach oben gehen, was wir auch nachher tun werden. Aber zuerst seht ihr, oh, da geht ja ein Weg lang. Und da geht auch ein Weg lang. Naja, dann folgen wir doch einfach mal. Dort hat jemand seine Eier liegen lassen. That's what she said. Ja. Oh Mann, diese flachen Witze, das ist ja echt... Ist ja noch schlimmer als im Let's Play jetzt gerade, habe ich das Gefühl. Der Valentin, der hat mich ja engagiert, hier dumme Kommentare zu reißen. Das hat er extra vorhin gesagt. Und Minecraft leckt wie... Wow. Ja, was ist hier besonders? Nichts. Richtig. Doch. Ach, wer hätte das denn gedacht? Man kann hier durch. Ach, das ist aber interessant. Ja, das hier könnt ihr euch übrigens mal merken. Wenn es hier so runterkommt, einfach hier unten zwei Leitern hinsetzen. Und oder ein Schild. Warum hält das hier in der Mitte? Das verstehe ich gerade nicht. Weil das bis nach unten fließt und dann erst wegfließt. Es ist ganz unten. Krass. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das hinbekomme. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Gummizelle. Also derjenige, der hier wohnt, der ist eingesperrt. Ihr seht schon hier in der Gummizelle. Und was ist denn heute mit Minecraft los? Krasse Sache. Ja, hier eben so kann man ganz gut rocken hier. Ne? Und dann hat man hier eben so ein kleines Bett, wovon man hier auch auf die Tische springen kann und auf den Tischen laufen kann. Ebenso wie das Verrückte machen, wenn man so verrückt ist eben. Ne? In Minecraft leckt schon wieder, also... Irgendwie habe ich das Gefühl, der PC arbeitet gerade stark im Hintergrund. Das ist halt Windows. Windows. Hier unten ist es so dunkel, dass auch... Jetzt regnet es schon wieder, das gibt's doch nicht. Es regnet tatsächlich. Wir machen den Regen aus, Regen ist hässlich. Ach, deswegen hat es geleckt. Ja. Minecraft hört uns. Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt mit dem Lecken vorbei ist, weil das wäre echt blöd.
Auf jeden Fall eine kleine Gummizelle. Hier ist wieder der Aufgang und hier drüben geht ja auch noch ein Weg lang. Ja, wo wird es denn wohl hier hingehen? Ach, schau mal, der Weg geht weiter. Heiter laufen wir den Weg weiter. Hier geht's lang. Oh, da hinten geht's ja auch lang. Wo gehen wir denn zuerst lang? Ach komm, wir gehen hier lang. Oder? Rechts oder links? Immer rechts, mal rechts. Kennt jemand von euch das deutsche Quiz? Finde ich ja persönlich ziemlich grenzwertig, aber lustig. Ja, und hier drüben ist der Aufgang beim Kackstift. Also hier drüben steht der Kackstift. Wenn wir hier weitergehen, alles schön bewachsen hier. Mit durch den Wald. Wollte ich schon fast sagen Tundra, aber das wäre ja geografisch falsch gewesen. Am Meer liegt die Tundra. Ja, nicht. Legen wir uns mal hier auf das Handtuch und schauen uns hier die schöne Gegend an. Ach ja, ist das episch. Idyllisch. Oder wir legen uns hier auf eine dieser Liegen. Klar, warum denn nicht? Und hier unten ein Wasserkreuz. Keine Ahnung warum, ich hab's nicht dahin gemacht. Das war wer anders. Hero Prime. Kann eigentlich jemand von euch mir sagen, wie das Lied aus der RTL Crime Werbung heißt? Aus der neuen, das klingt so geil und ich will unbedingt wissen, wie das heißt. Also wenn mir das jemand sagen kann, das wäre richtig genial. Ach ja, genau. Ach ja, wir wollten ja auch noch hier hoch, ne? Von da sind wir gekommen und hier ging es da, ach ja, hier. Wo geht's denn hier hin? Alles so versteckt hier. Ach, da ist der Weg. Und da und hier. Sieht das nicht schön aus? Was sind da hinten? Ich habe da gerade was gesehen. Wow. Ich glaube, wir haben einen alten Tempel entdeckt. Der Tempel der Inka. Einen alten Tempel? Ach komm, ich finde das einfach so episch. Das sieht so genial aus. Mit diesen Rankpflanzen, die hier sind. Und so alten Steinen. Finde ich persönlich richtig, richtig schön. Und hier sieht man auch die U-Bahn, aber von der U-Bahn aus sieht man das hier nicht. Das finde ich richtig schön. Hier sieht man so Türme, die zur U-Bahn gehören, damit ich mich orientieren konnte. Der Kackstift hier. Und wir werden jetzt einfach mal hier wieder zurück zum Sprungturm fallen. Sprung? Ja, zum Sprungturm fallen. Wortwitz. Die Bäume sind echt groß. Wow. Ja, wirklich riesig. Jetzt muss ich schießen. Ah, Mensch, die Witze sind so flach. Ja, wir gehen einfach mal hier wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Freuen uns nochmal über den Kackstift und den Apple Store. Den Pac-Man Store, ich entschuldige mich. Und folgen jetzt hier dem Pfad der Schönheit. Der Pfad der Schönheit fängt erstmal richtig hässlich an. Muss man nie mehr lassen. Aber wenn wir hier weitergehen, sehen wir ganz viel Wald. Und zwischendurch immer hier wieder Holz, Holz und Holz. Also, eine holzige Angelegenheit. Ja, guckt euch das an. So viel Wald, hier ist ein Berg. Also ein idyllischer Ausblick. Das. Ich muss sagen, das gefällt mir in dieser Map so sehr. Der viel schöner Wald. Ich habe auch wirklich viel Wald gepflanzt und viel mit Bone Meal gearbeitet. Aber es wirkt einfach so schön. Ich weiß gar nicht, wie lange nehmen wir jetzt überhaupt schon auf? Wow, 20 Minuten. Das wären bestimmt 2 oder 3 Teile. Und das Beste kommt erst noch. Ja, aua. Und dort vorne seht ihr schon das, was ich euch vorhin vorenthalten habe. Ja, was man vorhin noch nicht sehen sollte und bestimmt schon gesehen hat. Das sieht doch aus wie ein Sandwich. Ja, Ice Cream Sandwich. Und wisst ihr, wie schön die Villa ist? Auf jeden Fall nicht wie Ice Cream Sandwich. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Ice Cream Sandwich kennt und dort fehlt irgendwie ein Wollblock. Nein, fehlt nicht. Okay. Ice Cream Sandwich ist eine Android-Version und ich habe gestern Valentins Haus mit Android verglichen. Dafür entschuldige ich mich nochmal, das wollte ich echt nicht. Entschuldigung angenommen, Max. Ja, das hier war das, was man vorhin von hier unten entdeckt hat. Hier unten, da ist unser Badeteich, wo man zur Not auch mal nackte Frauen oder sowas beim Baden gehen beobachten kann. Also natürlich nur für die Stalker, die es unter euch machen. Mache ich ja nie. hier ist unsere Toilette. Also wenn man mal, ne? Kann man die Box kacken? Das ist echt eine Box. Ich weiß, aber man kann es auch als Toilette verwenden. Das ist so ein Plumpsklo hier. Da sieht man schon, das fällt dann dort runter. Direkt auf die Terrasse? Nein, nein, die habe ich extra so gebaut, dass es nicht passiert. Denn hier unten haben wir noch eine schöne Terrasse, von der man runter gucken kann. Guck mal bitte nach oben. Noch besser. Ah, okay, gut. Hier, ja. Da passiert nichts. Ach, ist das schön hier.
Aber die Wälder, das ist schon riesig. That's ja. What she said. Wir haben noch so eine schöne kleine Kuschelecke, wo man sich hier als Pornostar oder so ein bisschen hinlegen kann. Ne? Und so eine kleine Pornovilla. Ja. Jeder von euch hat doch auch so eine kleine Pornovilla. Oder muss man noch mal anfangen und Pornos machen? Kann man sich das auch irgendwie Miami, leisten? Florida. Genau. Geithain. Oh nein. Ja, von da drüben sind wir gekommen mit dem Kackstift und wir folgen dem Weg weiter. Dem Pfad der Schönheit. Man muss auch mal sagen, dass diese Map sehr weitläufig ist, wenn man mal guckt, wie weit die Sachen auseinander sind. Und trotzdem sehr schön vernetzt. Ja, und trotzdem habe ich überhaupt keinen Platz mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinbauen soll. Ja, hier ein weiterer kleiner Pfad. Mystisch. Sagenumwoben. Ach, wer hätte das denn gedacht? Wir sind in Amerika. Eine kleine amerikanische Kirche. Ach, ist das schön. Ach komm, wir gehen mal rein. Ah, es kann Gottesdienst leise sein. Ja, ganz leise sein. Ah, komm, wir nehmen jetzt mal ein Liederbuch mit. Und dann setzen wir uns mal hier in die hinterste Reihe. So wie man das in der Kirche immer macht. Ihr seht schon, es magisch, die Bibel schwebt in der Luft. Und dreht sich. Schaut, wenn wir ihr näher kommen, öffnet sich. Warte, öffne dich. Öffne dich, ja. Ah, es hat lange gebraucht, bis ich meine Bibel so erzogen habe. Ja. Wir wollen jetzt natürlich eine Predigt halten. Das können wir hier sehr gut machen. Oder wir gehören zum Gospelchor, der steht hier drüben. La na 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 Baum. Na na Baum. Ja. Geht zu Ende. Ja, genau. Also unsere kleine amerikanische Kirche. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir sind von hier drüben gekommen. Hm. Ach, schau einmal. Was ist denn hier los? Ein kleines Löchlein im Berge. Das gibt's doch gar nicht. Und das war dieses große Projekt, was ich erzählt habe, wo ich beim Max war, und mir reingehen. Ja, so ein paar Sachen sind hier drin. Schaut euch das an. Wir sind in der Unterwelt angekommen. Im Underground. Ach, diesen Moment, den muss man einfach genießen. Wow. Atemberaubende Schönheit. Ein kleiner unterirdischer See. Was haben wir denn hier noch? Ist hier hell? Ach, schau einmal. Ach, guck mal, hier kann man schlafen. Na komm, dann tun wir das doch gleich mal nicht. Ach, ich finde das so schön hier. Wirklich der epischste Anblick, den ich seither in einer Map von irgendjemandem gesehen habe. Ich danke dir, Max, für das Kompliment. Es hat... Ich fand die Idee einfach so schön. Meine Schwester hat mich auf diese Pilze gebracht. Und das Ganze funktioniert so, dass hier innen drin Fackeln sind in den Pilzen. Und ich kann euch das nur empfehlen, mit Bone Meal Pilze groß machen. Das sieht einfach so schön aus. Folgen wir mal hier den Redstone-Fackeln. Weil normale Fackeln zu hell sind, habe ich Redstone-Fackeln verwendet. Wo kommen wir denn hier noch hin? Ja, ach, wo kommen wir denn hier hin? Ach, guckt das einer an. Hier haben wir so ein paar Tische, setzen uns hierher. Können baden gehen. Chill out. Das ist doch schön. Wunderschön. Seht ihr das? Wow. Muss auch sehen, wie groß der Berg ist. Ja, dieser ist komplett künstlich aufgetragen. Ich war vor einem Tal und da habe ich eben, keine Ahnung, eine ziemlich lange Zeit dran gearbeitet. 3-4 Stunden? Ja. Aber es hat so ein... Also ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis. Und man erkennt es von außen wirklich nicht. Das werden wir gleich nochmal sehen, wenn wir nochmal einen kleinen Flug über die Map machen. Und hier geht's ja auch noch rein. Wer hätte das denn gedacht? Und da kommen wir in die Unterunterwelt. Hier ist übrigens auch noch eine riesige Höhle drunter. Ich weiß noch nicht, ob ich die irgendwann vielleicht noch mit verwende. Ihr seht schon, hier lacht uns der Teufel. Diabolo mitten ins Gesicht an. Hier haben den Soulsand und Lava. Hierher gehen. Ein Portal. Und mit dem Pilar. Nein, wir gehen noch nicht rein. Nein, das tun wir jetzt nicht. Denn das bleibt vielleicht fürs nächste Let's Show erhalten. Aber ich finde diesen Berg einfach so schön. Ich hoffe, die Musik bringt auch schön Stimmung rein, wenn wir hier auch schön Musik dahinter klemmen. Wow! Wie gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Ja.
Ich finde das so schön. Also ohne jetzt mich selbst loben zu wollen oder sowas. Aber ich finde, es ist einfach so episch mit diesem Smooth Lightning und so. Da sieht das richtig, richtig genial aus. Und von außen erkennt man es wirklich überhaupt nicht. Habe ich mir richtig Mühe gemacht. Deswegen der Minecraft-Trinker. Und wir machen auch mal hier den Tag. Hier, man erkennt den Berg von außen wirklich fast überhaupt nicht. Er ist natürlich ein bisschen eckiger und kantiger als normale Berge, finde ich zumindest. Aber ansonsten finde ich, ist er eigentlich relativ gut geworden. Ja. Auf jeden Fall, das hier ist meine Welt mit der Porno-Villa und mit den ganzen anderen Sachen hier dahinter. Dem Apple Store und dem Kackstift. Dem schönen Holz, was hier sich durch die Landschaft schlängelt. Und es schlängelt sich ja wirklich. Mit dem Tempel, der hier hinten steht. Hier unten sieht man ihn. Der U-Bahn, die hier weiter oberirdisch verläuft. Hier unserem schönen Bauernhaus. Und schließlich noch die Kirche, in der alles angefangen hat. Wow. Die Kirche hast du noch gar nicht von außen gezeigt. Das war dir wohl peinlich. Ja, sie sieht wirklich so hässlich aus. Ja, man fängt hässlich an und hört hässlich auf. Wie auch das Leben. Wenn man ganz neu geboren ist, ein hässlicher Zellenhaufen. Und ohne es jetzt böse gemeint zu wollen, am Ende als hässlicher alter Mensch im Gegensatz zur Jugend. So hören wir hier auf, wo wir angefangen haben, mit den Worten Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.